Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone hier im infizierten Gebiet. Weißt du was, da können wir doch direkt mal einen Liebesgruß hochschicken. Dann brutzelt das Nest nämlich auch ganz gut. Wir können nichts mehr herstellen bei Mollys. Siehst du, das muss jetzt sitzen. Nest. Oh, okay, war gerade Sache, war der verschwendet. Jeder Molly muss sitzen. Okay. Irgendwo sind die Infizierte hier raus. Warte mal. Ich höre also schon. Die feine Dame. Kann Sprecher. So. Zack. Euer Hochwohlgeboren. Ah, da ist noch so einer. Das ist ein Schalldämpfer. Ein Impro-Schalldämpfer. Ja, sehr schön. Sowas kann man immer gut gebrauchen, so ein Impro-Schalldämpfer. Okay, dann schnetzeln wir hier erstmal die Infizierte ab. Gut, wir wissen ja gleich, wo wir Ersatz finden für den Baseballschläger. Stuhlbein, ja, das ist jetzt eher weniger toll, aber hey, hey, immer hier. Wir können hier nochmal unseren Schalldämpfer abbringen. Der ist ganz nützlich jetzt, denke ich. Und dann können wir auch nochmal hochgehen und können uns das mal angucken. Bitte, geh jetzt nicht los. Okay, keine Alarmanlage, aber auch kein Schrott. Okay, halte mal den Gaul an. Gucken wir uns das mal hier genau an. Da scheint nämlich auch noch so eine Art Werkstattbereich zu sein. Und da kann man normalerweise eigentlich auch immer ganz gute Sachen plündern. Hier ist die Helligkeit noch gut genug, dass man noch was sieht. Okay. Stockwerk höher. Sollte man vielleicht. Irgendein Drifter gurkt hier noch vorbei. Okay, da oben war dann wohl das Nest. Da können wir uns jetzt wahrscheinlich auch gründlicher umgucken, nachdem das kaputt ist und ausgebrannt. So, warte mal. Es liegt dann hier rum wieder Stuhlbär. Das können wir nicht gebrauchen. Ein Baseballschläger wäre wieder ganz nett, wenn ich jetzt einfach so auf einer stoße würde. Wäre ganz cool. So, da war wohl das Nest, ne? Ah, Medikit. Sehr cool, verwende ich auch gleich mal. Aber irgendwie scheinen die Drifter nicht die Bikes von anderen Leuten zu stehlen. Das finde ich eigentlich schon ganz ehrenhaft von deiner Leute. Dass Drifter sich wohl nicht gegenseitig bestehlen. Wobei ich das eher annehmen würde, dass man, ne? Man ist unterwegs und irgendeiner kommt vorbei, sieht, da steht irgendwo ein herrloses Bike rum. Also ich steht wahrscheinlich plündern, wenn möglich, wenn der Besitzer nicht doof wäre. Ich meine, wir sind immer hier auch schon 2 Jahre noch der Plage. Das heißt, das sind die Leute nämlich allzu herzlich und so freundlich und hilfsbereit und sonst was, ne? Okay. So, mein Bike steht ja hier offen rum. Aller Hopf, ich denke, das Nest haben wir jetzt ganz gut geklärt. Da ist das nächste, das war das allererste, was uns auch angezeigt wurde. Möglicherweise können wir mit unserem Bike auch aufschließen wieder. Aber erst nachdem das zerstört ist. Okay, unser Schrottinventar ist voll. Das geht nicht. Vielleicht liegt da im Kofferraum noch tolles Zeug. Polizeiautos wären mal wieder toll, würde ich sagen. Okay, Schachtel mit Nägeln. Ja, die können wir auch gebrauchen. Einen Moment. Du, waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Aber hier sind irgendwo Infizierte noch. Warte mal. Gucken, dass wir hier so viel Scheiß wie möglich abgreifen können. So ein Medikit ist auf jeden Fall immer gut. Deswegen habe ich mich hier auch wieder schön hochheilen können. Verbände sind voll. Es liegt hier noch um Lumpe, ja. So, machen wir hier wieder das Licht aus. Dann probieren wir hier hochzugehen. Dann sind wir aber wieder in dem Bereich, den wir schon kennen. Okay. Okay. So. Dann wieder ab zur Stroß, ne? Schick hin am Müllcontainer. Edel wie wir sind. Und dann müsste hier die Scheiße abgehen. Ich sehe schon einer rumstolpern. Okay. Wir bewegen uns hier im Prinzip wieder direkt aufs nächste Nest zu. Warte mal, der Gaul A. So, da ist schon wieder irgend so ein Schimmelbacke. Das ist vielleicht einmal die.
Was war denn das? Hoppenla. Das war ziemlich dumm. Das wird die andere A locker. Aber das Geräusch war schon ziemlich episch. So, Schimmelbacker. Alter, wie viel halten die aus? Okay, jetzt ist das auch wieder weg. Flix da mal. Okay, dafür gibt es wenigstens auch Schwärmeröhrchen. Okay, hier ist noch irgendwo Pflanze, die ich abstauben kann. Das doch wahrscheinlich. Ein Pfeilkraut. So, warte mal. Ja, wir sind hier direkt beim Nest eigentlich wieder. Oder ist das einfach... Ah, nee, das wird einfach nur das A-Zeiger-Gebiet, das A-Zeiger-Symbol sei für... für infiziertes Gebiet. Sehr schön. Bolze können wir auch wieder abgreifen. So, zwei Nester fehlen uns noch, damit das Gebiet gesäubert ist. Entschuldigung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Flammable-Dinger hier anschießbar... In der Nähe sein. Und dass man es in die Luft jagen kann. So, oh ja, Kerosin. Geiler Scheiß. Dann können wir nämlich gleich hier wieder den nächsten Hersteller. Aber wir bleiben bei der Armbrust. Ich denke, das ist ziemlich gut erstmal. Zeit für ein Lagerfeuer. Zeit für ein Lagerfeuer ist immer gut. Ja, hier ist das nächste Nest. Warte mal. Halte mal den Gaul an, dass da auch Krabbler sind oder so. Wir schauen uns hier kräftig auf dem Dach erstmal um. Okay. Gut, von da aus haben wir auch noch eine relativ gute Übersicht. Hier irgendwo müssen noch welche rumstreuen. Ah ja, da sehe ich schon einer. Ja, dann können wir erstmal losser. Ich denke, der ist jetzt nicht so gefährlich. Ah, da ein Überlebender auch hier ihr Lager aufgeschlagen. Sehr schön. Können wir jetzt nämlich den nächsten gleich basteln. So, sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, es lohnt sich also doch immer wieder die Sache abzustauben, wo die Überlebende drin waren. Okay, hier in der Tankstelle muss noch ein Nest sein, habe ich gesehen. Ich sehe es, ja, das ist es. Und bumm. So. Die machen wir per Hand fertig. So, wieder ein Nest am Arsch. Und drei Schwärmerohre gibt es aber drauf. Und da haben wir wieder Benzin. Perfekt. Also bei der Tankstelle können wir selbstverständlich ja wieder tanken. Ne? So ist ja nett. Können wir später mit dem Bike hier aufschließen und können dann da ein bisschen was holen noch. Und Benzin. Oh, zwei Molotow-Cocktails habe ich gefunden. Ah, nee, Quatsch. Zwei habe ich nur in meinem Besitz. Ja, das wäre natürlich geil gewesen, aber Wunschdenke ist hin und wieder auch noch der Fall bei mir. Okay, dann schaue ich mich hier nochmal um. Ja, hin und wieder verwirren mich ein paar Sachen. Ab und zu bin ich verpeilt, aber ich hoffe, das stört nicht zu sehr, dass ich so verpeilt bin als... Gut. Das ist nichts, was ich abstauben kann. Schade. Kann ich denn nochmal hier gehen? Zwecks Nest abklappern, genau. Das sind nämlich wieder Nestrückstände. Ah, im Scheißhaus haben sie hier sich verkrochen. Ganz edler Ort. Na gut. Warte mal. So, zur Armbrust mal wechseln. Taschenlampe wieder aus. Es fehlt nur noch ein Nest, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, du hast mal Benzin. Das ist gut. Das merken wir uns zwar später. Jetzt fehlt noch ein Nest. Was ist hier nochmal? Kantholz oder sowas? Jo, Kantholz. Das ist so eine Nahkampfwaffe, wenn alle Stricke reißen, ne? Aber infiziertes Gebiet sollte definitiv gesäubert werden. Ich meine, dafür ist es ein Open-World-Game, dass man auf dem Weg, ach so, einen Scheiß säubern, ne? Dass man halt einfach von Mission zu Mission rennen oder so, sondern dass man halt auch wirklich das Ganze auch wirklich nutzen, dass das Open-World-Charakter hat, das Ganze, um hier auch schön uns die Sache A zu gucken. Und infizierte Gebiete zu bereinigen. Gerade Deke, der so einen immensen Hass auf die Freaker hat. Da sollte man seiner Neigung durchaus zustimmen.
Hungry Jims Speisekarte. Das ist Sammelobjekt. Okay, wir können irgendwann einmal gern in die Sammelobjekte reingucken und können da mal runterlangen. Mal lesen, wenn ihr das wollt. Ich würde es sowieso irgendwann machen, einfach nur um so ein tieferes Feeling für die Welt zu kriegen. Und um zu sehen, was die uns hier eigentlich zeigen wollten. Ich finde es immer ganz cool, wenn so postapokalyptische Welt lebendiger wird durch solche Sammelgegenstände und so. Wenn man einfach ein paar Zusatzinfos kriegt, wächst. So, wieder ein Nächel. Ja, allmählich wird es wieder Tag, glaube ich. Allmählich bricht hier wieder der Tag A. Aber noch sind wir in der Nacht. Ist das so ein Paul Bunyan oder sowas? Auf jeden Fall lehnt er auf dem Pannekuchenstapel. So. Haben die irgendwas? Ah, Bierflasche ist drin. Immer hier. Besser als in die Hose. Besser als in die Hosgeschisse, ne? So, warte mal. Okay, genau. Dann wird das Gebiet abgeklärt. Und wir sollten nochmal hier. Ja, da scheint der Kerch zu sein. Bei einer Kerch ist definitiv anders verkehrt, wenn man da ein Nest baut, denke ich. Also ich als Freaker würde zumindest um ein Nest bauen. Kerch ist nämlich ganz schön duster. So, warte mal, ne? Wir gehen wieder zur Armbrust. Ich denke dann doch, die Armbrust ist ein ziemlich gutes Teil. Ja, geht hier was los? Hoffentlich kein Alarmalag. Ah, ne. Aber unser Schrottinventar ist ach voll. Okay, kann halt auch sein, dass hier noch was ist. Ist sowieso ziemlich ländliche Gegend, wohnen ja kaum Leute. Anscheinend ist ein Infizierter auf mich aufmerksam, worauf ja. Drecksack. So, Bolze gibt es zwar nicht, aber Schwärmerohr wenigstens. Ja, das Rohrezeichen sehe ich auch auf Blitze in der Minikarte, aber ich befürchte, da komme ich gerade nicht hier. Was für eine Hochzeit. Weißt du noch, wie viel Schiss der Prediger hatte? Ich dachte, er pinkelt sich ein. Ja gut, bei solchen Biker, da weiß man ja als nie, ne, was das für Typen sind. Fest verriegelt. Okay, und hier? Shit, geht nicht auf. Okay, dann müssen wir irgendwie probieren, auf andere Art und Weise in die Kirche einzusteigen. Möglicherweise über so einen Seiteneingang. So, hier. Nicht aufzukriegen. Der ist erledigt. Wir holen uns sein Ohr und möglicherweise auch unseren Bolzer. Ne, leider nur Ohr. Spielplatz. Da haben wir noch einen Lumper. Okay. Hm. Wie können wir in die Kirche einsteigen? Anscheinend gar nicht, ne? So wie das für mich aussieht. In die Provinzkirche kommen wir wohl nicht rein, ne? Aber, ja, warum nicht Benzin hier stehen lassen? Okay, dann gehen wir halt nochmal hier in das Hotel. Würde mich wundern, wenn das Church View Hotel hieße wird. Wir probieren dann. Oh, die zwitschert sich gerade ihren Kamerad rein. Böses Mädel. So. Oh, Polizeiauto. Darauf habe ich gehofft schon seit langem. Letzte Episode habe ich die ganze Zeit gemeint, ich könnte mal wieder ins Gebraucher. Und jetzt haben wir hier. Perfekt, 11 Pistole-Muni und 29 Sturmgewehr-Muni. Wir laden noch. Sehr gut. Und hier laden wir auch sofort noch. Ich bin immer ein großer Fan von der Philosophie, ich habe meine Waffe immer sofort auf Maximum geladen, dass ich, wenn ich dann auf sie wechseln muss, dass ich wenigstens hier volles Rohr losballern kann. So. Hier könnte doch noch ein Nest drin sein. Also ich würde hier kuschliches Nest bauen. In der Kneipe mit Hotel. Was hier als Hotel verkauft wird, ist meiner Meinung nach eigentlich auch eher Kneipe mit ein paar Zimmer. Ja. Old Wagon Hotel. Hätte mich ja nicht gewundert, wenn das Church View Hotel oder so Käse hätte. So.
Ja, alte Registrierkasse wird man eher weniger plündern. Ich meine, das braucht hier kein Mensch mehr. Wobei hier anscheinend immer noch bei Copelands Camp zum Beispiel mit US-Cents gezahlt wird. Also die Währung scheint hier nicht vollkommen wertlos zu sein, die Alt. Aber anscheinend nur die Münzwährung. Schade. Vielleicht finde ich ohne bei der Rezeption ein paar Schlüssel. Zumindest erscheint mir das die logische Wahl. Ah, na, was macht's denn da für Geräusche? Ah, sind wieder diese widerwärtige Krabbler. Bäh. Also die sind echt ziemlich ekelhaft, die Krabbler. So. Jo, zur Rezeption wollte ich gerade sowieso. Ob man da nicht möglicherweise noch einen Schlüssel oder so abgreifen können. War noch over? Nee. Schade. Und anscheinend ist hier wohl auch kein. Anscheinend ist hier auch kein Nest gebaut worden. Okay. Oh, kranke Ware. Das lohnt sich bestimmt auch zu plündern. Sind bestimmt Medikits oder sowas drin. Jo. Genau, so Erste-Hilfe-Cache sind immer saumäßig praktisch. Und in manche Kofferräume ist auch Kerosin drin. Insofern, yo! Speaking of Kerosin, ne? Okay, wisst was? Ich bin ziemlich weit vorgedrungen hier. Deswegen hole ich jetzt erstmal wieder mein Bike. Ah, da hat wohl wieder jemand zwei Kika-Kaku-köstliche Kadaver entdeckt. Das lohnt sich ja richtig hier als Falle für die Freaker, dass man die hier anlockt und die ihr ehemalige Kamerade fressen. Ja, das scheint sich aber richtig zu lohnen. Da springen sie anscheinend richtig drauf an, wenn hier irgendwo eine frische Leiche rumliegt. So, warte mal. Ich will jetzt erstmal mein Bike eigentlich wiederholen. Ah, okay, da müssen wir sowieso hier rum. So, hoffentlich sind nicht hier ein paar Nochgewachse und respawned. Du kannst ja nicht durchrennen, wie ich sehe. So, dann holen wir doch unser Bike erstmal wieder. Ohne Bike geht nichts. Und ich habe hier anscheinend bei der kleinen Siedlung ordentlich schon abgerahmt. Und bin zu Fuß ziemlich gut durchkomme hier. Moment, hier ist die Pflanze, die ich wollte. Eine Hundskamille. So. Dann, Dick. Der Weg ist einigermaßen frei. Hopp, halt, 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 halt. Halt. Das war mal wieder saudumm von mir. Ja, es kann auch nicht leise, schade sein, Bike ein bisschen leise zu skillen. Ich habe es ja, glaube ich, schon beim letzten Mal ein bisschen auf leise geskillt. So, da kann ich hierher aufschließen. Kann man das Benzin hier grabben und kann da nochmal ein bisschen nachfüllen. Ja, das ist ja großartig viel, aber hey. 12% haben wir nicht, aber das kann später eventuell einen großen Unterschied machen, die 12% Benzin. So. Meine Freaker-Falle. Ihhh! Kotzevieh! Elendes Kotzegetier! Wäh! Krabblerohr. So, dann erstmal wieder Hochheiler. Das hat nämlich ordentlich was auf die Schnitzgebe gerade. Alter, drei Schwärmer und Krabbler habe ich hier schon erwischt. So, warte mal. Und hier ist dann wieder Endstation vorerst fürs Bike. Weil hier ist wieder ein neues Gebiet für mich. Okay. Ja, dann rahmen wir doch mal auf. Ah, geil. Sturmgewehr und Pistole-Muni. Super gut. Noch wird mir auf der Karte kein Nest angezeigt. Ah, doch. Hier. Okelidokeli. Ah. Der hätte mal möglicherweise noch gefährlich wäre können. Wir gucken mal, ob der Bolze noch rausgeht. Leider nicht. Okay, hier. Hier drin ist noch ein Nest. Na gut, na dann. Let's get ready to rumble oder so.
Wir sind auch schon wieder bei 20 Minuten, alter Falter. Marion Forks Autoaufkleber. Tourismus-Sammelobjekt. So, ich sehe es, ja. Dann müsste das Gebiet auch gesäubert sein. Und drohende Wetter. Moment, wir basteln gleich den nächsten, holen uns hier unser Schalldämpferknarrer. Suchen uns ein bisschen Deckung und gib ihm. Sehr schön, Marion Forks, infiziertes Gebiet. 1500 Erfahrungspunkte gibt es mal wieder. 73%, Hot Springs, 750 Vertrauer und ein kühle Dollar und 20 Cent. Okay. Infizierungsbeseitiger 23%. Freakernest und Infizierung beseitigen, die Straßen sicher machen. Hudisach. Ah ja, da kommen natürlich aus dem Nest noch ein paar mehr rausgeschisse. Hey! Hey, 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 hey! Ganz vorsichtig, Brauner. So. Gut. Okay. Das sieht doch ganz gut aus jetzt. Es dürfte jetzt auch auf der Karte, yo, als bereinigtes Gebiet angezeigt sei. Geiler Scheiß. Was war das? Was war das? Irgendeine Machete oder was? Ist das wieder so Rasen? Ja, Rasenmäher-Machete. Die ist aber schlechter als unser Nachel-Baseballschläger. Da holen wir uns hier noch unser Nestrückstände und was wir sonst schon plündern könnten. Jo. Warte mal, der Graula kann ich von den Dinger. Ne, braucht auch eine Zählansetzung. Okay. Okay, war ja nur so ein Plan von mir. So fixe Idee. Na gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Wir können hier wieder raus. Großartig, mehr gibt es hier Anime zu plündern in dem Gebiet. Ja, allmählich scheint die Sonne, oder ist es noch der Mond? Ne, es ist noch der Mond. Mehr noch finstert die Nacht. Okay. Gut, das Gebiet ist zwar sauber, aber nachts ist immer ein bisschen fieser mit Schwärmer. Das heißt, wir werden mit ein paar Infizierten immer noch zu kämpfen haben, vermute ich. Habe ich überhaupt... Ne, ich habe keine mehr. Schade. Na gut, dann gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Plündern hier noch in den Gebieten, was geht. Und es wird sich wahrscheinlich auch bis auf Übermäuer erstrecken. Hier ist zum Beispiel noch ein Wohnhaus, was man plündern kann. So. Da ist aber kein Nest mehr, denke ich, ne? Ja, das gibt... In das Haus komme ich erst gar nicht rein, wie es aussieht. Ja gut, ein paar von denen sind halt verschlossen und vernachelt, so wie das hier. Also bei manchen Häusern ist Fehlanzeige, ne? Kommt mir erst gar nicht rein. Das hier scheint entweder noch im Bau begriffen gewesen zu sein. Ja, das war nicht ausgebrannt. Das ist einfach nur im Bau noch begriffen gewesen, als die Plage losging. Okay, Verbände. Gibt es auch keine mehr, die wir uns hier holen können? Ja, das war eindeutig noch im Bauzustand. Und viele Kanthölzer. Das ist auch das Ende von der Siedlung, wie es aussieht. Ja. Hier ist noch irgend so ein Bretterverschlag. Okay, sieht wohl so aus, als wäre es das gewesen. Oh, Polizeifahrzeug. Aber ja, doch, ist knackbar. Sehr schön. Bin großer Fan davon, mittlerweile Polizeifahrzeuge zu knacken. Find man immer richtig geile Scheiß. Jawohl, mal wieder 50 Sturmgewehr-Muni. Sau gut, oder? Sau gut! Da. Ich denke, alleweil. Ah, Tucker, ich kann nicht mehr. Charaktere-Sammelobjekt. Ich habe ganz sicher Spuren hinterlassen. Ja, es lohnt sich immer wieder hier, die Sache zu plündern. Aber ich befürchte auch mal wieder. Ich werde selbstverständlich nicht jedes Sammelobjekt hier finden. Oh Gott, Entschuldigung, das war derb verschluckt gerade. Okay. Da haben wir noch ein Kopffahrzeug. Knack mal alles. Wir brauchen die Munition. Jens, bitter nötig. Zwei Pistole Muni. Okay. Na, wir bleiben eh bei der Handfeuerwaffe erst einmal. Geht nicht. Okay, dann ist noch das Häusel dort drüber eigentlich. Ah, die Werkstatt. Warte mal. Halte mal den Gaula. Werkstätte sind immer gut für Kerosin und so abzugreifen.
Was haben wir da? Nix. Okay, schade. Da haben wir nur noch das Heißel. Ich muss mich dann korrigieren, ihr liebe Leute. In der nächsten Episode Ivermeuer wird dann nimi geplündert. Da sehen wir dann, wie es aussieht, durch mit der Plünderung. So, wir gehen erstmal in die Werkstatt, Garage. Da normalerweise immer auch ein bisschen guter Scheiß noch zum Abgreifen sei. Kantholz. Braucht hier keine Sau. Nee, schade. Schade, schade. Ich rechne eigentlich immer mit Kerosin bei solchen Werkstätten und Garagen. Aber okay, wir haben immer hier 3 Molotow-Cocktails übrig. Und können, glaube ich, auch noch welche basteln. Also so scheiße geht's uns nicht. Ah, hier können wir noch rein. Perfekt. Aber ich befürchte auch, die Infizierte sind... was heißt, ich befürchte? Ich denke, die Infizierte sind jetzt auch weggeräumt. Und hier traut sich wohl auch nachts keiner mehr in dem Gebiet rumzustreuen auf den Freaker. Na gut, na gut. Dann war es auch wohl hier mit Streunern und Zeug plündern. Ja, ich würde dann gerade nochmal zu meinem Bike zurückkehren. Und nochmal hier kurz umgucken, aber hier scheint auch nichts zu sein. Ja, Schrott haben wir auch zu viel im Inventar. Okay. Alle hopp, ihr liebe Leute, dann haben wir auch das Gebiet hier erledigt. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann weiter uns auf den Weg machen können. Und zwar, wenn ich mal so auf der Karte angucke, haben wir es nämlich soweit bis zu unserem Treffpunkt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Jetzt wird nur noch mal kurz gespeichert. So. Ja, möchte ich überschreiben den Spielstand. Genau, also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wo es dann weitergeht auf dem Weg zu unserem Treffpunkt. Eiern. Yankee.